Rapid schauen. Diese Chance bot sich heute vielen Fans in St. Veit an der Glan. Der Rekordmeister hat sich mit seinem fantastischen Europa-League-Auftritt gegen den HSV auch in die Herzen vieler Kärntner Zuschauer gespielt. Und im ausverkauften Stadion wollte der Vorletzte der Regionalliga Mitte die Europacup-Helden aus Wien fordern und die Volksfeststimmung in St. Veit zumindest 90 Minuten lang verlängern. Das mit dem Wollen und das mit dem Können ist halt so eine Sache, obwohl so schlecht läuft es für St. Veit gar nicht an. Vierte Minute, Freistoß für die Kärntner, Kopfball, Hans-Christian Rabel, 1:0. Eine vollkommen verkehrte Fußballwelt, aber ganz nach dem Geschmack der St. Veit-Anhänger. Rapid nimmt's aber gelassen, spielt locker weiter und kriegt dann auch gleich Möglichkeiten. Da ist aber dann zunächst Manuel Biermann, der St. Veiter Tormann, wieder ganz groß im Bild. Chancen von Mario Konrad und Willi Kablak macht er zunichte. Die Kärntner bleiben aber offensiv, spielen mit, in jedem Fall ein Fehler. Doppelpass Boskovic-Straz an Boskovic und der macht das 1:1. Nur 6 Minuten später ist der Favorit dann auch schon vorne. Andreas Dober zunächst mit einem Knall an die Latte und Mario Konrad sorgt im Nachsetzen für das 2:1. Viele wetten da nicht mehr auf St. Veit. Christian Thonhofer bereitet Rapid-Trainer Peter Backhult dann aber noch Sorgen. Der Verteidiger wird wie hier von Michael Novak einige Mal überlaufen, bringt die Rapid-Defensive damit in Verlegenheit. Der Ausgleich liegt durchaus noch in der Luft. Logische Folge, Austausch. Für Thonhofer kommt Stefan Kulowitz. Und ab diesem Zeitpunkt ist Rapid auch auf der linken Abwehrseite nicht mehr so anfällig. Vorne läuft's gegen die immer noch viel zu offensiven Kärntner ohnehin nach Wunsch. Hannes Eder trifft zum Pausenstand, trifft zum 3:1 für Rapid. Zurück ins Spiel kommt St. Veit nicht mehr. Die Vorentscheidung fällt zu früh. Gleich nach Wiederbeginn gelingt Hamdi Salihi das 4:1. Und ab da ist es nur noch ein lockeres Trainingsspiel für den Europacup-Fighter, bei dem Steffen Hoffmann und Markus Heikkinen gar nicht zum Einsatz kommen. Mario Konrad trifft in der Folge noch 2-mal. Den Schlusspunkt setzt der starke Christopher Drazan, der 3 Tore vorbereitet und das 7:1 selbst schießt. Rapid gewinnt in St. Veit mit 7:1, steht in der 3. Cup-Runde. Die Bundesliga-Duell im ÖFB-Cup-Achtelfinale. Spieltermine sind übrigens der 9. und der 10. März 2010. Wenn schneefrei. Und Rapid Wien spielt in diesem Cup-Achtelfinale gegen den FC Blau-Weiß Linz. Und das heißt, hier wechselt das Heimrecht. Also die Partie heißt Blau-Weiß Linz gegen Rapid Wien. Ja, wenn Ihnen nach Applaus ist, jederzeit. SK Bunte Gamma Sturm Graz, die nächste Mannschaft aus der Bundesliga. Gegen FC Red Bull Salzburg, ein weiterer Cup-Hit im Achtelfinale. Sieg am grünen Tisch für den FC Lustenau und der Gegner ist der SC Magna Wiener Neustadt. Das Insert der 8 Partien im Cup-Achtelfinale sieht also wie folgt aus.